Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Und ich habe mich so knapp eine Stunde, bevor ich jetzt hier angefangen habe aufzunehmen, habe ich schon mal ein bisschen gespielt. Was ich unter anderem gemacht habe, ist, ich bin dem Black Knight so lange auf den Sack gegangen, bis ich endlich das Großschwert des Schwarzen Ritters bekommen habe. Also das Black Knight Greatsword, und das ist das Schwert, das ich später haben will. Ich kann es noch nicht richtig führen, meine Stärke ist noch schwach, zu schwach, aber ich kann es zumindest schon mal beidhändig führen. Wir können uns somit dann auch schon mal das Moveset zumindest angucken, mit dem ich dann wohl bald in Zukunft kämpfen werde. Es ist sehr langsam, daher auch für PvP ist ja ungeeignet, aber wenn man denn damit dann auch wenigstens mal trifft, dann tut's richtig weh. Hab's auch direkt schon mal auf 2 Level hochgemacht, also auf Level 2 gebracht. Und ich habe noch etwas ausprobiert anschließend. Falscher Weg. Ich habe dann noch unterwegs, weil ich ja, was weiß ich, etliche Male gegen diesen scheiß Black Knight kämpfen musste, habe ich natürlich auch Seelen gefarmt und mich damit ein bisschen aufgelevelt, nicht viel. Dürften so 2 bis maximal 3 Level gewesen sein. Die anderen ganzen Szenen habe ich in Waffen aufleveln gesteckt. Hier zum Beispiel das Black Knight Greatsword habe ich aufgelevelt 2-mal. Und habe mir dann noch ein paar Pfeile gekauft. Da bin ich mal wieder hier hochgegangen zum Nest. Und habe mal ein bisschen rumprobiert. Ich kann euch schon mal verraten, bei welchen Items ich was bekommen habe. Was ich bekommen habe, weiß ich aber jetzt nicht mehr ganz genau. Was ihr ablegen könnt, ist zum Beispiel eine Feuerbombe. Einfach eine ablegen. Ja, dann bekommt man, glaube ich, eine Titanitscherbe. Dann habe ich noch, was habe ich noch abgelegt? Einen Köderschädel. Den könnt ihr einen davon ablegen. Da, genug, genug. Und was konnte ich noch ablegen? Hier, einen Prismastein. Für den Prismastein bekommt ihr einmal ein Funkeltitanit. Das braucht ihr für Waffen, um Waffen aufzuwerten, die man so normal nicht aufwerten kann. Zum Beispiel das Black Knight Greatsword. Und sonst hat jetzt hier nicht wirklich was großartig funktioniert. Ich glaube, eine Seele bringt auch nichts. Ja. Also probiert es mit stinknormalen Items, wie ich das am Anfang vermutet hatte, bezüglich, dass das wohl nur mit Items funktioniert, die glatt sind oder so. Das ist Bullshit, was ich da wohl erzählt habe. Ist hier noch irgendwas? Hier hinten war ich nämlich noch gar nicht. Oh! Nice. Wenn man mal die Augen aufhält, ne? Wie nice ist das denn? Vor allem ist es geil jetzt. Ich habe jetzt genug Funkeltitanit, um das Black Knight Greatsword noch einmal aufzuleveln. Was ich direkt machen werde. Deswegen gehe ich jetzt erstmal auch mal beim Leveln hin und werde da mich ein bisschen mehr auf die Belastung fokussieren und auf die Stärke. Damit ich dann später auch das Black Knight Greatsword ausrüsten kann. Waffe verstärken. Da fehlen mir jetzt natürlich die Seelen. Das ist aber das geringste Problem. So. Dann habe ich das nämlich schon mal auf Stufe 3. Ich glaube, Stufe 5 ist das Maximum, was ich da machen kann. Jetzt brauche ich 8 Funkeltitanit. Jetzt wird es nämlich richtig teuer. Ja, und 30 Stärke brauche ich halt. Und das Schwert, das ich übrigens habe, hier, das, wie heißt es nochmal? Großschwert des Wolf, des Wolfsritters, hätte ich auch selber drauf kommen können. Einerseits vom Look, und andererseits hat vom Namen her, das ist Artorias Großschwert. Finsterschwert. Das habe ich gar nicht gewusst. Das habe ich, erst später gelesen im Internet, dass das das Schwert von Artorias ist. Nur halt ziemlich abgenutzt, wie man sieht. Finde ich schon sehr geil. Es war schon so ein kleiner Moment so, wow, geil. Weil ich mag Artorias. So, in den Katakomben geht's weiter. Da sind wir zuletzt stehen geblieben.
Und ja, mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe wirklich nur quasi unfreiwillig Seelen gefarmt und ich glaube über eine Stunde fast gegen immer wieder gegen diesen scheiß Black Knight gekämpft, weil der einfach nicht das scheiß Schwert fallen lassen wollte. Also droppen lassen wollte. Das meiste, was er andauernd gedroppt hat, war sein scheiß Helm, den ich dann, glaube ich, so 5 Mal oder so hatte. Den habe ich dann natürlich auch verkauft. Weil so an sich hat der mir nichts gebracht. Und dann konnte ich noch eine Seele bei dieser alten Oma da verkaufen, geben für neue Items, die sie dann zum Verkauf anbietet. Und dieser einen blinden ehemaligen Nonne konnte ich noch mal eine von diesen komischen Kästen abgeben. Fand die zwar nicht so geil, weil das wohl eher mit dunkler Magie ist. Und das mag die nicht so. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Fehler gemacht, indem ich ihr das gegeben habe. Nachdem die, keine Ahnung, stocksauer wurde oder so. Das ist eine Nachricht von mir gewesen, ne? Mit Vorsicht vor. Alter. Vorsicht vor Finstergeist, genau. Okay, das bringt schon mal gar nichts. Ich habe übrigens auch, das will ich noch sagen, mir eine Rüstung gekauft gehabt bei dieser alten Tante, und zwar die Rüstung von den Wächtern des Abgrunds, weil ich die ja recht geil fand, wie ihr mitbekommen haben dürftet. Und die habe ich mir halt gekauft. Ist leider nicht wirklich gut, wie ich es mir ein bisschen erwünscht habe. Oder was heißt erwünscht? Ich habe mir halt ein bisschen gehofft, dass es eine Rüstung ist, die ich eventuell benutzen könnte. War aber leider nicht so. Der ist tot und bleibt es wohl auch. Die scheinbare Wand, die kennen wir ja schon. Die haben wir ja schon mal benutzt. Von der. Okay, das war das. Ich habe 2 Wege zur Auswahl. Einmal hier lang. Was mir danach aussieht, als würde es danach bei den Katakomben rausgehen. Und einmal da entlang. Oh, das sind Pinwheels. Oh, nicht Pinwheels. Guckt euch das mal an. Wenn ich jetzt unter diesen laufe, unter diesen Schleim, dann lässt er sich auf mir fallen. Und macht mir Schaden, und da bin ich nicht wirklich scharf drauf. Das ist ja auch noch. Die lassen sich irgendwann, wenn ich dann über eine quasi unsichtbare Linie laufe, lassen die sich von der Decke fallen. Bisher ist es noch nicht passiert, aber guck mal, wenn man einmal sich umguckt. Hat man da nicht alles? Da. Ich glaube, der wollte sogar gerade schon sich auf mich fallen lassen, wenn ich jetzt nicht weggerannt wäre. Ja, also mit diesem hier, dass das hier Artorias Großschwert ist, das hätte ich mir andererseits auch mit dem Moveset denken können. Denn, sind wir mal ehrlich, hier diesen Angriff, den macht Artorias ja auch im DLC. Vom ersten Dark Souls, wenn man ihn dann bekämpft. An sich meiner Meinung nach ein richtig geiler Bossfight. Titanitscherbe. Ich habe Angst vor den Pinwheels, ehrlich gesagt. Wow. Weil die machen auch nicht gerade wenig Schaden. Ist der tot oder steht er wieder auf? Ich hoffe, der bleibt tot. Ja, Pyromantie schon sehr geil. Es ist
Ja, auch wie schon mal erwähnt, glaube ich, hoffe ich doch zumindest, dass ich das schon mal erwähnt habe, sehr leicht zu erlernen ist. Die Fähigkeit an sich zu erlernen kostet nicht viel. Das, was teuer wird, ist ja auch nur das Leveln an sich. Wow. Lieber anlocken, als in die Arme dieser anderen Schweine geraten. Und solange die tot bleiben, bin ich auch zufrieden. War da nicht noch irgendwo einer? Genau, da hinten. Haben wir beide verfehlt. Ja, beidhändig macht extrem viel Schaden. Oh, das war knapp. Diesem Scheißhaufen hier. Der hält auch einiges aus. Na gut, ich habe den vorher auch nicht in Brand gesteckt, ne? Von daher. Da ist noch einer, aber ich habe jetzt leider keine. Ja, da ist es nämlich gerade passiert. Da kommt dieser scheiß Schleim von oben. Lässt jetzt mal locker. Lässt sich dann halt auf mich fallen. Ich habe auch gar keine Fokuspunkte mehr. Oder wie alle anderen irgendwie immer sagen, Mana. Habe ich auch lange Zeit. Alter. Lange Zeit gemacht, aber. Naja. Ja, keine Fokuspunkte mehr. Wann ist das überhaupt für ein Ring? Verstärkt Unbesiegbarkeit bei Rollen auf Kosten der Abwehr. Okay. Ja, ich bleibe aber trotzdem. Die Ringe, die ich jetzt habe, die sind mit denen bin ich ganz zufrieden. Diese Scheißteil, der rollt immer noch rum. Ich hänge mich mal bei dem Teil da schnell hinten ran. Damit ich nämlich meine erstes Flakon mal wieder auffüllen kann. Vor allem die mit den Fokuspunkten. Und die Fokuspunkte allgemein auch auffüllen. So. Nice. Die Ratten sind dann schon mal weniger. So. Die sind ja kein Problem.
Der da vorne ist ja schlimmer.